Und zweitens. Und zweitens handeln diese Menschen auch unsozial und unsolidarisch, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht einleuchtet. Denn bei den Asylbewerbern, die seit mehr als einem Jahr zu uns kommen, handelt es sich nämlich entgegen anders lautenden Märchen von Bodo Ramelow und Co. nicht um zukünftige Fachkräfte. Es reicht nämlich nicht, Fachwissen zu vermitteln, um aus bildungsfernen Migranten einen fehlenden deutschen Facharbeiter zu machen, den sozusagen zu ersetzen. Denn der Facharbeiter, der deutsche Facharbeiter, ist mehr als Fachwissen. Er verkörpert eine uralte Tradition, aus der Eigeninitiative, Perfektionismus und ein beispielloser Arbeitsethos hervorgegangen sind. Und für diesen Arbeitsethos, für diese Tradition, werden unsere Kinder von klein auf in den Kindergärten, in den Schulen und in den Familien die Vorbereitung oder die entsprechenden Gaben in die Wiege gelegt. Und das kann man nicht einfach so in 3 oder 5 Jahren nachholen. Das geht nicht. Wir brauchen keine Flatenbäcker. Also, wer soll uns denn glauben machen, dass gerade die Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Versager der Altparteien, die es nicht mal geschafft haben, unsere Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu bringen, wer soll denn glauben, dass gerade die es schaffen, sprachunkundige und völlig fremde Asylbewerber in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Und wenn Merkel, Gabriel und Ramelow alle Asylbewerber trotzdem zu Neubürgern erklären, dann ist das eine gigantische Verschwendung von Steuergeldern. Denn in erster Linie sind diese Menschen Sozialleistungsbezieher und werden es meistens auch bleiben. Nach seriösen Schätzungen kommen deswegen auf Deutschland als Kosten der Asylkrise im günstigsten Fall rund 25 Milliarden Euro pro Jahr hinzu und im schlimmsten Fall bis zu 55 Milliarden Euro im Jahr. Also egal, ob es diese Energiewende-Milliarden sind für Spitzenverdiener oder ob es die 732 Milliarden Euro für die Euro-Rettung und Bankenrettung ist oder diese Kosten der Asylkrise. Diese Politik der Bundesregierung und der Landesregierung, die kommt einem finanzpolitisch und sozialpolitischen Verrat am eigenen Volk und vor allem dem deutschen Steuerzahler gleich. Die Hoffnung, dass die Altparteien diesen Kurs ins Verderben selbst korrigieren, die ist vergebens. Das haben wir beim Wahlabend schon mitbekommen und seit neuestem tönt es von den Altparteien, deren Politwissenschaftlern und Propagandisten in den Medien, die AfD hätte doch gar kein Konzept und sie wäre im Parlament faul. Aber liebe Leute, ich sage euch eins, während die Altparteienpolitiker und ihre Anhänger im letzten Sommer mit Teddys die jungen männlichen Asylbewerber am Bahnhof begrüßt haben, da haben wir im Juni schon unser umfangreiches asylpolitisches Konzept fertiggestellt. Und wir haben vor dieser Situation, in der wir jetzt sind, gewarnt. Und keiner wollte es hören. Und die AfD war es und nicht die CDU, die gegen den Winterabschiebestopp der Regierung Ramelow geklagt hat, die es wenigstens versucht hat, dieses Wahnsinnsprojekt zu stoppen. Und die AfD hat mit über 180 Änderungsanträgen versucht, die Steuergeldverschwendung der Thüringer Landesregierung bei der Haushaltsplanung im letzten Dezember einzudämmen, während die CDU-Fraktion unter Mike Moring wie viele Änderungsanträge eingebracht hat? Null! Keine! Die haben nicht mitgearbeitet, die waren faul! Und uns werfen sie Konzeptlosigkeit vor! Alles eine Clique! Wir haben also allen Grund, den substanzlosen Inshallah-Phrasen unseres Ministerpräsidenten und den Wir-schaffen-das-Verlautbarungen von Angela Merkel selbstbewusst entgegenzutreten. Lasst uns weiter deutlich als demokratische Kraft präsent sein, die eine Neuausrichtung der Politik an den Interessen unserer Bevölkerung erzwingt. Auch wenn das politisch als inkorrekt oder verdammenswert gilt. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich uns allen, dass uns die wichtigste Eigenschaft im Kampf für eine vernunftsgeleitete Politik im Interesse unseres Landes erhalten bleibt. Nämlich der Mut zur Wahrheit. Und eine kurze Anmerkung noch.
auf Bitten unserer Junge Alternative Landesvorsitzenden. Es ist sozusagen die Jugendorganisation unserer Partei. Wir haben heute mitbekommen, es sind sehr viele junge Menschen da. Unsere Junge Alternative hier in Thüringen würde sich sehr freuen, wenn ihr Kontakt zu Frau Musal aufnehmt und vielleicht bei uns mitmacht, uns unterstützt. Wir brauchen noch jede Menge Unterstützung. Und die älteren Semester sind natürlich gern bei uns aufgehoben, bei der AfD, beim Thüringer Landesverband. Dankeschön. Danke, Stefan Möller. Als nächstes spricht zu uns Herr Dr. Christian Plex. Er ist Kreisvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, hat also einen einigermaßen weiten Weg hinter sich. Begrüßen Sie mit uns Christian Plex.